Faktastisch, dieses Mal Kalorien zählen für unrealistische Traummaße. Dieses Mal Diätfakten. Bei der Diät vom Breatarianismus ernährt man sich nur von Licht. Die Esoterikerin Ellen Grieve wollte diese Methode 1999 im australischen Fernsehen beweisen. Nach 4 Tagen drohte sie zu verdursten. Fast die Hälfte der deutschen Frauen hat schon mal eine Diät gemacht. Nur 27% der Frauen waren danach leichter, 50% wogen genauso viel und 23% waren nach der Diät sogar schwerer. In den 1920er Jahren haben sich manche Abnehmwillige absichtlich einen Bandwurm geholt. Und dieser Bandwurm hat sich dann von der aufgenommenen Nahrung im Darm ernährt. Für die Menschen blieb dann weniger übrig, außer Mangelerscheinungen in der Ernährung. Extremdiät mit Bandwürmern. Yes! Wer langfristig abnehmen will, muss täglich 500 Kalorien weniger zu sich nehmen, als er verbraucht. Die Chance, dass man einen diätbedingten Gewichtsverlust länger als 5 Jahre oder mehr halten kann, ist etwa gleich so groß wie die Chance, metastasierenden Lungenkrebs zu überleben. Nämlich 5%. Diätassistent ist ein anerkannter Beruf. Die bundesweit einheitlich geregelte schulische Ausbildung dauert 3 Jahre. Der böse Dickmacher namens Klimaanlage. Wer seine Räume mit Klimaanlagen reguliert, nimmt zu. Der Körper verbraucht automatisch mehr Energie, wenn er bei 18 Grad im Winter oder 28 Grad im Sommer die Körpertemperatur selbst regulieren muss. Laut Stiftung Warentest sind 13 von 16 getesteten Abnehmpillen gesundheitsgefährdend. Sie enthielten riskante oder in Deutschland verbotene Inhaltsstoffe. Angeblich gibt es sogenannte negative Kalorien. Die Legende besagt, dass das Essen der Nahrung mehr Kalorien verbraucht, als man bekommt. Sellerie soll dazugehören. Stangensellerie besitzt so gut wie keine Kalorien, hat aber viele Ballaststoffe, die unter hohem Energieaufwand vom Körper verdaut werden. Also, weg mit den Chips vom Couchtisch und stattdessen eine schöne Runde Stangensellerie. war was? Nicht zu empfehlen ist die Red Bull-Diät, obwohl das Getränk als Appetitzügler gilt. Wer diese Diät wählt, ernährt sich wochenlang fast ausschließlich von Red Bull. In Neuseeland trank eine 23-Jährige monatelang 8 bis 14 Dosen täglich und aß immerhin ein paar Cornflakes dazu. Sie verlor 45 Kilo und erlitt einen Herzinfarkt. Red Bull verleiht Flügel. Hey, bekommt eine ganz neue Bedeutung. Jedes Jahr am 6. Mai wird der Anti-Diät-Tag gefeiert, hauptsächlich von feministischen Gruppen. Ziel ist es, Schönheitsideale kritisch zu hinterfragen und auf gesundheitsschädigende Folgen von Diäten hinzuweisen, was eigentlich ziemlich gut ist. Weight Watchers ist mit rund 1,5 Millionen zahlenden Mitgliedern das weltgrößte kommerzielle Abnehmnetzwerk. Das Unternehmen macht jährlich einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Mit etwa 7 Kalorien pro Gramm liegt der Kaloriengehalt von Alkohol in der Nähe von Fett. 9 Kalorien pro Gramm. Wer abnehmen möchte, muss wohl oder übel auf Bier, Wein und Cocktails verzichten. Streicht euer Esszimmer blau und kühl, also nicht gelb oder so. Kühle Farben gelten als appetitdämpfend, warme Farben hingegen wirken eher appetitanregend. Falls dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben und Kanalabo. Vielen, vielen lieben Dank. Haben Sie metastasierenden Lungenkrebs überlebt, aber Ihre Diät will nicht funktionieren? Dann hören Sie zu. Werden auch Sie Mitglied der Gewichtszuschauer. Für nur 479 Euro im Jahr erfahren Sie, dass eine Gemüse-Paprikapfanne gesünder ist als die dreifach Cheddar-Käse überbackene Cordon Bleu Hackfleisch-Lasagne. Machen auch Sie mit und unterteilen Sie Ihr teures Essen in ein schlaues Punktesystem. Für nur 479 Euro bekommen Sie bei uns Rezepte, die Sie im Internet gratis finden. Denken Sie an Ihr Aussehen und Ihr Gewicht. Wir denken an unseren Kontostand.